Und damit ist willkommen zurück zu Sniper Elite. Wir machen hier weiter und schützen unsere Truppe. Und ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Ich musste gerade einmal das Spiel neu starten, weil OBS überhaupt nicht mehr erkannt hat, dass ich spiele. Ich habe einen falschen Spielstand geladen. Sekunde. Den da? Zerstöre den zweiten Panzer, die Kommandoeinheit im Süden. Okay, also scheinbar auch richtig. Ich glaube aber der andere wäre auch nicht falsch gewesen. Ich glaube der andere war einfach nur ein bisschen weiter hinten. Wer braucht Hilfe? Meine Güte, Ziel 3 abgeschlossen. So. Okay, wird mir noch nicht angezeigt. Dann haben wir Ziel 4. Ich gehe zum Lastwagen zurück und begib dich sofort zum Flughafen Tempelhof. Okay. Zerstöre den Panzer in die NKWD-Einheit im Osten. Das haben wir schon getan. Hä? Ziel abgeschlossen. Nächstes Ziel, dasselbe. Manchmal glaube ich, das Spiel mich einfach verarschen, ey. Hallo. Der kaputte Panzer steht doch da. Sag mir jetzt nicht, dieses Dreckspiel ist verbuggt, Alter. Hätte ich massiv wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Eventuell muss ich gleich nochmal Spielstände laden. Kann das Spiel nicht einfach einmal funktionieren? Hier ist auf jeden Fall auch keiner mehr. Also festhängen. Also hier war das ja, ne? Hier war ja der Panzer auch ursprünglich mal. Also entweder ist es verbuggt, weil eigentlich sollte Ziel 3 auch schon erledigt sein, oder es läuft noch irgendwo einer von denen rum. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich nicht ausschließen. Das Problem ist nur, wie kriege ich das jetzt raus? Also ohne rumlaufen. Also ich bin jetzt einfach ein bisschen rumgelaufen. Hab keinen gefunden. Ich denke, es ist verbuggt. Ich lade mal den anderen Spielstand. Weil der war ja etwa genauso weit. Kommt aus Richtung Ziel 1. Ja, okay. So. Könnte natürlich sein, dass es jetzt einfach verbuggt ist. Wenn ich die Scheiße hier von vorne starten darf, dann würde ich ja, einen leichten Anfall kriegen, weil die Mission war richtig kacke. Die hat gar keinen Spaß gemacht. Leider. Okay, ich bin sehr viel weiter gerutscht, als ich erwartet habe. Schnauze! Ziel abgeschlossen. Neues Ziel. Nächster Schritt zur Steuerung der Panzer in der NKWD-Einheit im Süden. Im Südosten. Okay, eventuell habe ich das verbuggt, weil ich den Panzer schon zerstört habe. Aber den anderen Panzer durfte ich auch schon zerstören. Vermutlich ist wirklich einfach noch irgendwo eine Einheit. Also ein paar Leute. Weil ich sag mal so, der Panzer ist... Ich
schon eher so auf der kaputten Seite. Okay, da haben wir es. Gut. Dann schnell mal zurück. Zieh dich zurück. Längst erledigt, Freunde. Längst erledigt. Können wir? Ja, ja, speichern wir den Fortschritt. Von mir ist auch da. Und wir spielen weiter. Okay, ab nach Tempelhof auf dem Flugplatz scheinbar. Warte hier, bis ich die Wachen erledigt habe. Danach zieh los und such uns ein kleines Flugzeug. Was ist mit den Flakgeschützen? Stehen auf meiner Liste. Ohrenvergleich. Lass mir ein paar Minuten Zeit für die Wachen und halte dich dann bereit, herauszurollen. Du musst rennen wie der Teufel, wenn ich anfange zu rollen. Falls ich es nicht bis zu dir schaffe, fliegst du ohne mich. Okay. Gut, Realitätsüberprüfung. Wir sind auf dem Flugplatz. Dringe in das Gebiet des Haupthangars vor und schalte alle Wachen aus. Und zwar am besten, ohne dass der Kontrollturm alarmiert wird. Okay. Gelange unbeobachtet zum Treibstofflager am Rand der Hauptrollbahn und platziere dort Zeitbomben, um von deinem geplanten Start abzulenken. Überfalle den Kontrollturm und bring ihn in deine Gewalt. Töte von deiner Position im Kontrollturm aus das Personal im Fernmeldeanhänger und in seiner Umgebung. Das müsste die Steuerung der Flakgeschütze unterbrechen und es dir ermöglichen, mit dem Flugzeug abzuheben. Und schütze das OSS-Flugzeug beim Herausrollen vor den anrückenden Verstärkungen und steige danach an Bord, um zu entkommen. Okay, das ist ja nur ungefähr alles zu tun. So, dringe in das Gebiet des Haupthangars vor und schalte alle Wachen aus, und zwar am besten, ohne dass der Kontrollturm alarmiert wird. Das versuchen wir mal. Dafür ziehen wir erstmal Knifte. Da oben läuft schon einer, toll. Und wir schauen uns hier jetzt erstmal um. Gucken erstmal, ob ich hier nicht alles ausschalten kann leise. Bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob ich leise irgendwie ablenken konnte. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, guck mal, hier geht ja der Anlag. Geh doch bitte drauf, Alter. Komm, gib mir mal das und ich nehme dich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt laut laufe, leider. Ich glaube ja. Ich wollte ihn schon sehr gerne hier hinlegen. Hallo? Und weg. Und nächster. Wo ich den nächsten Raum betrete, speichere ich, glaube ich, auch einfach nochmal. Ich habe keine Munition mitgenommen, ne? Dumm. Sekunde. Da hinten lag safe nach Munition. So wie ich mich kenne, habe ich die mal wieder übersehen und vergessen sie aufzuheben. Ja, da hinten liegt ganz viel. Jetzt mein Leben, Alter. Als ob ich hier ewig Zeit habe. Ja, da oben läuft einer rum. Komm, gib her. Okay, die warten einfach in so einem kleinen Lager. Gut. Da ist auch ziemlich dicht einer. Ich speichere hier mal. Wir überspeichern nicht den ersten, wir überspeichern den zweiten. Ich hoffe, dass der mich da oben nicht sieht. Komm her. Du da oben siehst mich bitte nicht. Dann bringe ich den Buren erstmal weg. Du siehst mich gar nicht, Freund. Überall anders hätte er mich gesehen. Aber hier ist seine Sicht offensichtlich ein bisschen eingeschränkt. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist schon mal sehr schön. So,
Dahin kommst du. Und wir gehen weiter. Der war mir nämlich ein bisschen zu nah an unseren Freunden dran. So, dann speichere ich hier nochmal. Speichern. Den kann ich wieder speichern, ja, okay. Achtung, Feuerlöschraum oder so. Oder Feuerlöschschaum vielleicht auch einfach. Guten Tag. Wie viel ist hier los so? Eher viel oder eher gar nichts? Da steht einer. Wir finden gleich mal raus, ob der statisch ist. Sieht mir erstmal nach einem statischen Freund aus. Gefällt mir. Jetzt müssen wir noch rausfinden, ob hier noch andere sind. Schöne ruhige Mission hier gerade noch. Ich meine, solange wir nicht erwischt werden, ne? Wenn wir erwischt werden, ist hier natürlich die Kacke am Dampfen. Und zwar wie Sau. Gut, hier ist keiner, das heißt, ihn können wir hier vielleicht hinlegen. Müssen wir mal schauen, wo wir ihn hinlegen. Ich will die eigentlich nicht so nah an den offenen Türen und so liegen haben. Aber es ist schon ein relativ weiter Weg, ihn hierher zu schaffen. Mein statischer Freund, ich kann die auch einfach da hinten in der Ecke legen. Die sehen irgendwie ein bisschen dumm aus, muss ich sagen. So, kurze Realitätsüberprüfung, da steht einer. Okay, da unten ist auch jemand. Sieh mich bitte nicht. Okay, da läuft in der entgegengesetzte Richtung. Gut. Nehme ich hin, lege ich dahin, würde ich sagen. Das ist zwar ziemlich neben die offene Tür, aber naja. Gut. Ich glaube. Den Hangar dürften wir jetzt. Ah ja, eins haben wir geschafft. Sehr schön. So, jetzt werden wir unbeobachtet zum Treibstofflager gelangen und dort Zeitbomben platzieren. Ja, mit welcher Zeit denn? Das ist auch so geil. Ja, machen wir da Zeitbomben hin. Ja, wie lange? Ja, mach da mal Zeitbomben hin. So, in dem Gebäude sind relativ viele Leute. Sowohl unten als auch oben haben wir inzwischen festgestellt. Da kommt schon wieder einer. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Nicht hier hinten rum stranze. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Flaks besetzt sind. Also ob da Leute drin sind, die mich sehen könnten. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wie eine Flak funktioniert. Das wird ja damals kein ferngesteuertes Gerät gewesen sein, sondern da wird jemand drin gesessen haben, geschätzt. Da hinten ist auch einer im Einsatz gerade. Da steht einer. Hinter dem Flugzeug steht einer. Ich dachte gerade, der Wimpel wäre einer. Da, den hätte ich wahrscheinlich sonst übersehen, bin ich ganz ehrlich. So, das ist schon mal Ziel 3. Töte von deiner Position im Kontrollturm aus das Personal im Fernmeldeanhänger und seiner Umgebung. Ja, also kann ich das nicht jetzt schon machen? Also was spricht dagegen, dass ich das jetzt mache? War ich an. Hallo.
Also was spricht dagegen, dass ich das jetzt tue? Ne? Ich hoffe, gar nichts spricht dagegen, weil dann hätte ich jetzt ein Problem. Deshalb habe ich extra nochmal gespeichert. Das ist jetzt nicht so gut. Wieso hast du mich gesehen, du kleiner Penner? Okay, aber irgendwie war er der Einzige, der mich gesehen hat. Und trotz Alarm bin ich nicht aufgeflogen, scheinbar. Hm. Das ist schlecht, weil der geht genau auf die Leiche zu. Der hat die Leiche gesehen. Ich dachte schon wieder, dass der Wimpel da einer wäre. Okay, der nächste Alarm geht los. Interessant. Zehn Minuten muss ja wohl reichen, ne? So, Kontrollturm übernehmen. Hier alles abknallen. Und dann das OSS-Flugzeug schützen. Nimm den Kontrollturm ein. Da läuft einer. Wohin läuft der? Wohin läuft der? Du hörst niemanden mehr, mein Freund. Kann die scheiß Alarmanlage mal ausgehen? Also ich glaube, die wissen nur, dass ein Eindringling da ist, nicht wo. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist für uns oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, der ist sehr aufmerksam, der würde uns wahrscheinlich schon gesehen haben. Gehe ich mal von aus. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es mit KI im Spiel ja eh so, dass die immer weiß, wo du bist, nur so tut, als ob du es nicht weißt. So. Okay, der wusste plötzlich sehr genau, wo wir sind. Nee. Seid ihr oben? Mhm.
Von der Seite? Waren nicht alle okay. Okay, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, leider. Nein, er ist halt noch. Na komm. Nicht? Ich hab nicht so viel Lust runterzukommen, bin ich ganz ehrlich. Ja, dann speichern wir wieder da. Aber nee, ich glaube, ich speichere da nochmal. Dann gehe ich halt hoch. Hier müsste eigentlich noch der Sniper liegen. Wo bist du denn? Yep. Oh, ist noch einer. Oh shit. Mach dir nicht. Mach dir nicht. Das wollte ich mit Sicherheit nicht. Schätze mal, oben drauf ist noch einer tatsächlich. Ich weiß halt nur nicht wo. War nicht ganz oben, ne? Ja. Ich komme nicht weiter übrigens, ich hänge gerade fest. Nee. So, nächster Schritt. Eliminiere gleichzeitig Besatzung des Radarlastwagens, um die Flakgeschütze auszuschalten. Wie auch immer ich das tun soll. Klar, ist da plötzlich jemand drin, Alter. So, verreck. Meine Fresse, Alter. So, eine Nase weniger für dich. Lass mich raten, du nimmst die ganz, ganz kleine Maschine da. Eliminiere Verstärkung gern Bord des Flugzeugs. Steig an Bord, sonst wirst du zurückgelassen. Ja, okay. Ich lauf schon. Ich dachte, ich müsste jetzt hier noch verteidigen. Wahrscheinlich hätte ich es auch noch gemusst, aber naja.
Schnauze. Schnauze. Sind da noch mehr? Von wo wird denn noch überall auf uns geschossen, Alter? So. Abflug, Freunde. Hinter uns kommt gerade ein LKW angefahren, möchte ich anmerken. Junge, da kommen auf einmal 40, Alter. Ja, der Part ist maximal überzogen, ich weiß, aber ich würde ihn jetzt beenden noch hier. Gott, ist das schlecht animiert. Peng, Flak, einmal draufgeschossen, wir sind tot. Ja. Haben wir geschafft, ne? Flucht aus Berlin. Abgeschlossen, mit 20.000 Punkten knapp, egal. Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt noch was kommt. Hitler committed suicide. With Berlin's fall and Hitler's suicide, World War II was over and the nightmare of a thousand-year Reich was gone. My work for the OSS had prevented the Soviets gaining the atom bomb for now at least. They would remain friendly to the Allied powers. So effectively the Cold War was over. But somehow I knew that this was not the end. Ihr seht die Credits gerade nicht. Sekunde. Warum seht ihr die Credits nicht? Achso, weil das scheiße ist. Ja, stimmt, da war was. So, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Credits laufen übrigens ultra schnell durch. Ja, kann auch nicht zu den Credits schalten. Gutes Spiel. Ich finde es auch sehr angenehm, dass hier einfach 75 mal dann der Ton geloopt wird. Sekunde, kann ich kurz mal so machen, dann mache ich so und dann mache ich so. Ich hoffe, jetzt seht ihr, was ich sehe. Ja, seht ihr, irre. Ha. Einfach der austricksende Fisch. Okay, das hänge ich wahrscheinlich noch an den letzten Part dran. Ich dachte, das gäbe noch was. Die Mitwirkenden laufen in einer ganz regulären Geschwindigkeit durch, würde ich behaupten. Sehr angenehm. Das Spiel war grausam schlecht. Alter Schwede, das war eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Jetzt nicht mal unbedingt vom Inhalt her, sondern, also nicht von den Missionen her, die waren halt okay, ne? Wenn das hier eine vernünftige Engine gewesen wäre, auf das das gelaufen wäre, wenn das vernünftig zu spielen gewesen wäre, wenn die Steuerung okay gewesen wäre, wenn ich diesen scheiß Glitch nicht gehabt hätte, gut, den hätte ich beheben können, aber ich hätte überhaupt keine Muße, weil das Spiel hat gar keinen Spaß gemacht, also wirklich gar nicht. Leise bewegen war nahezu unmöglich. Das war schrecklich. Also, ich kenne ja den zweiten, den dritten Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich den vierten auch kenne, aber der zweite und der dritte Teil sind so gut. Und das hier ist so schlecht. Wir sehen uns übermorgen beim zweiten Teil. Der müsste. Warte. Ich habe aufgenommen für Mittwoch und. Nee, warte mal, das hier ist für. Oder? Ne, ich glaube, das Video hier ist noch für Freitag. Das heißt, wir sehen uns Montag wahrscheinlich wieder. Also entweder das oder an einem der anderen beiden Tage, also Montag, Mittwoch oder Freitag, kommt der erste Part von Sniper Elite 2. Ich weiß jetzt schon, dass das Spiel viel besser ist, weil, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Junge, 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 ist das schlecht hier. Ich könnte übrigens nicht mal sagen, ob die Mitwirkenden schon zweimal durchgelaufen sind, weil... Ne? Ich kann nichts lesen, also exakt gar nichts. Gut, ich glaube, es gibt auch keinen weiteren Inhalt hier. In 2 weiß ich, gibt es noch Hitler töten. Ich glaube, es gibt es hier noch nicht.
Bin mir aber nicht sicher. Ey, immerhin wird hier am Ende darüber gesprochen, dass er Selbstmord begangen hat. Dementsprechend gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass man hier noch hätte töten kann. Ja, komm, ne, was soll's, leck mich am Arsch. Ist ja ein Spiel, was ich nicht gut fand. Da breche ich auch ganz gerne mal die Dingens ab. Kann ich hier irgendwie noch gucken? Spiel für Einzelspieler, genau. Flucht aus Berlin haben wir gespielt. Geheimmissionen gibt's noch, okay. Will ich die spielen? Weiß ich noch nicht. Wenn, beim nächsten Mal. Eventuell spielen noch die Geheimmissionen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!